Was mich sehr an französischer Musik interessiert und fasziniert, sind diese zwei Schulen zwischen Komponisten, die sehr von Richard Wagner, von seinem Einfluss beeindruckt wurden, und dann auch die andere Schule, die irgendwie traditionell und Belcanto-Musik weiterspielen wollte. Und der Lieb natürlich fällt in diese zweite Kategorie. Also bei Lacmé hören wir sehr viele Koloraturen, die Musik ist der italienischen Opern sehr Rossini und Donizetti sehr ähnlich. Da gibt es wunderschöne Farben, wunderschöne Melodien. Und natürlich, die Geschichte ist auch interessant, weil es im Orient gesetzt ist. Ich glaube wirklich, dass da ein Wunsch war, die zwei Welten näher zusammenzubringen. Die Geschichte wird dargestellt, es ist natürlich eine sehr romantische, sehr leidenschaftliche Geschichte, die natürlich tragisch endet, wie alle Liebesgeschichten in der Oper. Aber ich glaube nicht, dass der Komponist nur für eine Seite komponiert hat. Ich glaube, Delib hat wirklich die zwei Welten versucht näher zu bringen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Parallelen zwischen den, wo die Musik der zwei Welten zusammenkommt. Ja, das Blumenduett ist natürlich eine Barcarolle. Das hat man auch schon zum Beispiel bei Hoffmanns Erzählungen gesehen, in dem Akt, das in Venedig stattfindet. Und es war eine Form in den französischen Opern, die Komponisten sehr oft benutzt und gebraucht haben. Und bei dem Blumenduett treffen wir Lacmé zum ersten Mal. Das ist das Größte, das sie bis zu diesem Zeitpunkt singt. Und Malika. Und die Melodie ist wirklich versucht, sich an das Indien näher zu bringen.